Und damit hallo zurück. Wir haben hier gerade den Vampiranführer und seine Gefolgschaft getötet. Was ganz schön harter Kampf war. Aber ich finde es auch gut, dass wir nicht immer sofort alles umbringen, sondern dass wir auch ein bisschen Herausforderungen haben. Insofern gucken wir jetzt mal, was unsere Ausbeute ist. Lydia, könntest du noch ein paar Sachen nehmen, bitte? Ja, gnädige Frau. Gnädige Frau nennt sie mich. Sehr gut. Du könntest, glaube ich, mal das nehmen. Den könntest du nehmen. Das auch. Den. Viele Bögen brauche ich ja eigentlich nämlich nicht. Und ich glaube, die Felle könnte ich dir mal geben. So, naja, okay. Schon. Ja. Nur darum, dass wir erstmal ein bisschen Platz bekommen. Ja, ich hab noch. Oh, nee. Eigentlich könnte ich auch fast die ganzen Bücher bei ihr da. Geben, aber ich glaube, so ist erstmal okay. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ja, na klar. So, dann gehen wir mal zurück und gucken. Eisenschild. Hier Panzerhandschuhe. Mhm. Ich nehme jetzt nicht noch eine Vampirrüstung. Ich weiß noch nicht ganz genau, wozu der Vampirstaub gut ist, aber ich denke, das werden wir auch noch rausfinden. Kaiserlicher. Oh. Essen nehmen wir mal mit. Nicht? Kaiserlich beschlagene Stab des Heldenmuts. Mhm. Welkenstein stellt Magiker vollständig wieder. Skelettdiener beschwören? Oh! Skelettdiener beschwören, okay. S wie Skelett. Ach, guck mal da. Geberfell, Schlammkrabben. Wir haben Zauber gelernt. Diener beschwören.
Ungelesene Bücher klicken. Im Zauber die ein. Ah. Verändere die Einstellung für ungelesene Bücher. Stimmt, alle Bücher. Nur Fähigkeitenbücher. Sehr gut. Gut, da haben wir noch eine kleine Höhle unterwegs mitgenommen. Auch nicht verkehrt. Da wollten wir zwar eigentlich gar nicht hin. Und jetzt habe ich wieder... Oh, toll, dass man hinten irgendwo rauskommt. Bin ich hier. So, wir müssen hier weiter, ne? Das Pferd wieder weg und es schneit, aber das ist ja nicht so schlimm. Dafür haben wir eine Menge gelernt. Nur wird dieser Charakter hier wahrscheinlich kein Zauberer werden. Also ich vermute es nicht. Im Moment bin ich eher so auf Dolch und Bogen. Mal sehen, was noch so kommt, je nachdem, was man natürlich für Waffen bekommt. Ich weiß auch nicht, ob ich mich irgendwann vielleicht doch für irgendwas entscheiden muss. Sag mal, Katze. Ungünstig, wenn du direkt hier am Mikrofon vorbeistreifst. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Alles klar. Warum steht ihr genau hier? Wisst ihr auch nicht so genau, ne? Ich höre jemanden schmieden. Hier hoch. Müssen wir. Ist da jemand? Hey! Warum? Andere Hexe. Ich hab gerade getötet. Was war das? Wo ist noch eine? Oh, da hinten. Oh, da hinten. Oh mein Gott. Okay, wie komme ich da hin? Die sieht nicht mehr so gesund aus. Was bist du denn?
für eine Almut. Hallo Almut. Ich komme, um dich zu erlösen. Oh, das ist echt ein Rabe. Reich hier alles. Nesselfluch. Den sollten wir nämlich besorgen. Hexenrahmenfedern. Stahlkriegsaxt der Seelen. Verzauberer. Ich würde nämlich die hier auseinandernehmen. Okay. Eiklingensaft. Cool, Lydia, ich glaube, unser Job ist getan hier. Theoretisch weiter. Ich will noch gucken, was es hier so alles gibt. Nein, ich... Aber die Truhe vielleicht... aufschließen. Wir lernen immer mehr. Dabei fällt mir ein, eine Sache, dass wir nicht vergessen haben, eben zu skillen. Wollte ich nämlich eigentlich schon getan haben. Ja, eigentlich jetzt noch machen. Also Alchemie will ich jetzt erstmal nicht den Schleichen auch nicht. Leichte Rüstung könnten wir. Aber genau, das hier wäre vielleicht gar nicht verkehrt und einhändig wäre auch nicht verkehrt. Oh, erfordert 40. Also, Fotoschuss, hier, das können wir lernen. 10% Chance für einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden verursacht. Wenn du während des Ziehens Blocken drückst, kannst du heranzoomen. Nehmen wir auch. War sehr gut. Oh, hier haben wir eine Menge Sachen, die wir lernen können. Einhandwaffen verursachen 60% mehr Schaden, könnten wir nehmen. Wir könnten auch Angriffe mit zwei Waffen, sind 20% schneller. Das haben wir, glaube ich, erstmal nicht. Kampfhaltung. Ah. Knochenbrecher. Ah, Streitkolben. Haben wir auch was mit Dolchen? Könnte ich zwei Dolche eigentlich in die Hand nehmen? Ah.
Ich lerne aber erstmal das. Erstmal mehr Schaden machen. So, damit haben wir alle Punkte verteilt. Und damit können wir zurück. Jedes Mal passiert mir das. Hierhin müssten wir nochmal. Aber ich würde, glaube ich, ganz gerne. Genau. Erstmal. Ich weiß gar nicht, ob die in Dings drin ist. Also ich würde tatsächlich ganz gerne erstmal nach Weißlauf. Damit wir da verkaufen können. Und ja, ein paar Quests abgeben können. Und ich mache das, wenn ich es wahrscheinlich bereuen werde, trotzdem über Schnellreise. Vielleicht gibt es heute noch frisches Blut. Oh oh. Ist da jemand? Da seid ihr. Ich hab gerade was trinken. Hier waren wir schon. Wo kämpft euer Blut? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ja, okay. Warum sind die denn so aggressiv? Was soll das eigentlich? Oh. Okay, dann kann ich die hier nochmal anziehen. Das ist gar nicht so verkehrt. Weil meine ist ja jetzt nicht so gut verzaubert. Hat aber den gleichen Wert. Ich weiß nicht, ob ich die da wieder entzaubern kann. Ich weiß auch nicht, ob es hier einen arkanen Tisch gibt. Hier war die Werkbank. Können wir hier was mit den Fellen machen? Ja, konnten wir. Leder. Hier sieht etwas blass aus. Also wir haben schon mal Leder. Abenteuerrucksack. Oh ja, die Tragfähigkeit wird um 75% Punkte erhöht. Korundumbarren brauchen wir dafür. Sieht ja vor Krankheit ganz aufgedunsen aus. Oh, ich bin offensichtlich krank, merke ich gerade. Zumindest sagt mir das alle oder jeder. Tasche. Für was? Für auf das Pferd? Ich stelle es mal her. Kann ja nicht schaden. Und das stelle ich auch mal her. Vielleicht können wir damit irgendein Tier zähmen. Oh, guck mal, die Rüstung ist tatsächlich schon ein bisschen besser. Aber dadurch, dass wir jetzt gerade die anderen haben, würde ich es dabei belassen. Eine Angel. Eisendolch. Ich habe zu viel mehr über Eisenbarren. Oh. Ihn makellos. Ja,
Errichte im Freien ein Lager? Okay. Cool. Auf jeden Fall. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause... Pfeil und Bogen für den mächtigen Jäger. So, ich würde gerne Dinge verkaufen. Da warte ich mal noch kurz damit. Weil ich nicht genau weiß, ob wir das nicht entzaubern könnten. Oh, sehr gut. Eine Schere, okay. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Schere haben. Okay. Das war jetzt nicht so viel, was wir verkaufen konnten, ehrlich gesagt, gerade. Ach so, warte mal. Hier. Es war mir eine Freude, Olivia, mit euch Geschäfte machen. Lasst es mich wissen, wenn ich... Das ist alles, was ich habe. Lydia, musst du mal die Sachen geben? So. Auch entzaubern. Das. Das. Wie gesagt, erstmal gucken, ob wir ihn noch verzaubern können. Entzaubern können. Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach ein Bogenschütze? Oh, da habe ich genau das Richtige. Das glaube ich. So. Damit warte ich auch noch einen Moment. Aber der Zwergenbogen macht viel mehr Schaden, sehe ich gerade. Der macht ja alleine schon 16 Schaden. Okay. Wir haben 2238 Gold. Das ist gar nicht so verkehrt. Lebt wohl. Es ist dunkel. Wirklich dunkel. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich das Buch da abgeben kann, aber irgendwie gerade nicht. Also schlafen wir erst eine Runde. Ein Traumbaum. Ein Zeichen.
Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja, yep. Das ist richtig. Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. So, dass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Nur den Gesichtsformer. Oh. Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Geil. Noch mehr Quests. Yay. Entschuldigung. Wo sind denn hier die Herrschaften, dass ich mal schlafen gehen könnte? Ich fürchte die Nacht. Denn Werwölfe und Vampire tun es nicht. Ich bin Barde von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Der Abschied ist immer das Schlimmste. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Nee, kommt zu mir, sobald die Alikir erledigt sind. Na klar. Lydia, du stehst da immer so ein bisschen im Weg. Oh. Ja, gnädige Frau. Nein. Ich werde euch mit meinem Leben gerade mit dir reden. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Bei Ismir, ihr habt es natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer hier entlang. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Oh doch, das ist es. Wir kriegen immer das Große hier oben, ne? Ich finde das sehr gut. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Denn die Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.